Kann sein, dass es einen riesigen emotionalen Aufarbeitungsbedarf gibt über das Militär? Holy Mother of Jesus Christ up in heaven! Ein bisschen vielleicht. So! Grüezi miteinander, Ibis! Ich nehme an, du weißt, was du gerade schaust. Was ist ein Gnägi? Ein was? Etwas zu essen. Ein Gnägi kenne ich, aber ein Gnägi kenne ich nicht. Militärbegriffe. Oh, ich hasse das Militär. Tschüss! Nee. Für was steht die Abkürzung SBG? Für was hat die das wissen? Das schweizerische Band. Keine Ahnung. Schweizerisches Bundesgesetz. Schule beginnt gut. Meine Damen und Herren, vorwiegend Damen, ich bin enttäuscht. Web gemacht und ich da Fahrer, gell? Mit dem Puch mein WPD am machen gsi. Dann haben sie gesagt, ja, Schuhpede schon gemacht. Nein, nicht. Gut, habe ich müssen Liegestütze machen, aber währenddessen den Knöchel verstaucht, bin dann auf aufs K. Was haben die gemacht? PVD, wie immer, oder? Dann denkt ja gut, ich gehe jetzt aufs Zimmer und mache CBA. Für die nicht im Militär waren, wie viel davon habt ihr verstanden? Ich bin nicht enttäuscht von euch. Das war ein Witz. An das, glauben wir, das hat Konfliktpotenzial. Die Leute, die für euch da sein wollen, würden gerne für euch da sein, aber sie können nicht, weil ihr in so kryptischen Abkürzungen und Bezeichnungen arbeitet. Und sagt, ja, ich will schon gerne zulassen, aber ich scheiße, ich begriff nicht. Hello, darkness, my old friend. Um das Konfliktpotenzial zwischen Ada und Nicht-Ada ein bisschen zu entschärfen, haben wir uns gedacht, hey, wir machen ein Video über Bezeichnungen und Abkürzungen im Militär. Begriff Nummer 1, wir haben ihn gerade gebraucht. Ada, Angehöriger der Armee. Easy, oder? Gut, moving on. Jetzt etwas sehr Wichtiges. Die Achtung-Position. Man nimmt seine Arme, presst sie schön an den Oberschenkel und die Füße in einem 60-Grad-Winkel. Bewegt sich nicht, sagt nichts, fertig. Interessanter ist jedoch, wie das Achtung ausgesprochen wird. Das heisst zum Beispiel, wenn ein Verband irgendwo angemeldet wird, dann wird der Verband ins Achtung gestellt. Man brüllt Achtung, aber Achtung, nicht Achtung, sondern ah! Ja, ist ganz wichtig, dass man da eigentlich nur das A betont. Der Rest ist Beigemüse. Brauchen wir nicht. Wie man jetzt das A genau ausspricht, ist quasi so ein bisschen offen. Das ist wie so ein bisschen artistisch. Jeder macht es auf seine ganz eigene Art. Also letztes Mal habe ich den Vergleich gebracht wie einer, der die Stege runtergefallen so. Da kann man alles sagen, wie zum Beispiel die Würgereizachtung. Das ist da kann man es auf ganz verschiedene Arten aussprechen. Wie ja, ihr lacht jetzt, aber ist im Fall mein Ernst. Alles schon gehört. Das ist ganz schwierig, kann ich lange üben, bis ich das können habe. Ein sehr wichtiger Begriff für alle Adas ist natürlich. Jawohl. Potent! Wie wir ja alle wissen, bedeutet potent eigentlich per Definition der Zustand, in dem der Mann fähig ist, den Geschlechtsakt zu vollführen. Allgemein gilt das Verhalten im Militär als Potenzverhalten, wenn man laut ist, immer die Brust raus hat, stolz reinschaut, am besten nie einen Fehler zugibt. Möglichst mit einem Sprachfehler. Ja. Redet. Was das mit der Fähigkeit Sex hat zu tun hat, ist mir nicht ganz ersichtlich. Aber hey, moving on! Wir haben noch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, vor allem in den ersten paar Wochen. Ihr! Das ist etwas, das den meisten gar nicht so extrem bewusst ist am Anfang. Aber jedes Mal, wenn dein Name fällt, dann musst du hier, Präsent oder Präsente sagen. Man darf nicht einfach hier, her, sondern das muss auch potent sein. Ziemlich lustig wird die Geschichte aber auch für Ostschweizer, vor allem in den ersten paar Wochen. Weil die Ostschweizer kommen ja eben bekanntlich aus der Ostschweiz und dort hat man bekanntlich auch den Ostschweizer Dialekt. Ja! Und da kommen wir eigentlich gleich zu unserem nächsten Begriff, nämlich wo ist er? Wo? Das ist so das, was man sagt, wenn man das Hirn nicht richtig hört, beziehungsweise nicht richtig sagt oder gar nicht sagt, dann wo ist er wo? Da gibt es halt auch da Konfliktpotenzial zwischen den Ostschweizer und dem Kader im Militär. Weil der Kader ist dann so, ja, Hugentobler, hier, Hugentobler, wo ist er wo? Hä, hier. Das ist richtig, oder? Hugentobler, wo ist er wo, der Hugentobler? Hallo, hier. Der ist doch noch da am Morgen. Ist er da drin? Wo ist er? Den ist er auch nicht, vielleicht ist er auch nicht.
Hat irgendjemand den Hugentobler gesehen? Ich finde ihn einfach nicht. Du musst hier sagen, Alter. Hier, nicht hier. 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 Das ist so lustig, die ersten paar Wochen, wenn sich ein Ostschweizer probiert, das hier richtig anzueignen. Und dann läuft es folgendermaßen ab. Hey, da ist der Rekrut Hugentobler, ja, hey. Jetzt habe ich schon gedacht, sie seien da irgendwo über alle Berge verschwunden. Das nennt sich dann Fahnenflucht, hä? Hugentobler. Yeah. Also allgemein gegen die RS eskaliert das völlig. Also ich meine, bei mir nach 10 Minuten ist mir so hart am Arsch vorbeigegangen, wie ich noch hier sage. Hier. Mach den Fehler nicht und sag einfach nicht hier. Das verstehe ich eigentlich nicht, warum die Ostschweizer so diskriminiert werden in dieser Hinsicht. Ich meine, es gibt zum Beispiel die, die von Bern kommen, die sagen hier. Ich meine, ist beides falsch, oder? Aus irgendeinem Grund ist hier nicht so schlimm wie hier. Keine Ahnung. Der nächste Begriff ist eine Abkürzung, die relativ wichtig für einen Ada ist, weil wenn das gesagt wird, dann ist es in der Regel relativ beschissen für alle. S-B-G-S-K-A heisst eigentlich so viel wie suchen bis gefunden, sonst kein Ausgang. Wenn irgendetwas verloren gegangen ist am Ausbildungstag durch, dann geht man das suchen, bis man es gefunden hat. In der Regel, wenn es auf das rausläuft, dann sind alle 100% motiviert. Noch viel beschissener ist es, wenn es irgendwelches sensitives Material ist, heisst irgendwie ein Funkgerät. Wenn das weg ist, SBGSK. Moving on. So, da haben wir das Web-DPD. Web bedeutet Wiedererstellung der Einsatzbereitschaft. PD bedeutet Parkdienst. Auf jeden Fall hat man sich da irgendwann an einem Punkt gedacht, dass Schuhparkdienst klarer und eher verständlich ist als Schuhputzen. Wiedererstellung der Einsatzbereitschaft ist eigentlich eine Anreihung von verschiedenen PDs. Da hat man dann zum Beispiel nach dem Ausbildungstag kommt man in die Kaserne zurück. Dann macht man zuerst mal Schuhe-PD. Die Fahrer gehen dann Tages-PD von ihrem Fahrzeug machen. Dann gibt es noch eine Gewehr-PD. Bla 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 bla. Und irgendwann hat man dann das Ende vom Web. Man ist wieder einsatzbereit. Jetzt gibt es auch die sogenannte Ficker-PD. Ficken im Militär bedeutet nicht die koitale Aktivität, sondern wenn jemand eben im übertragenen Sinn gefickt wird von jemand anderem. Ein Ficker-PD ist grundsätzlich irgendein PD, der einfach Schritt für Schritt ausgeführt wird. Das heisst, 30 Sekunden zum Schuhbändel ausfädeln, 30 Sekunden zum Schuhsohle rausnehmen, 1 Minute zum Schuh grob abbürsten, dann 1 Minute zum Einfetten und dann 30 Sekunden zum Polieren. Also, und nach jedem Zeitblock wird eigentlich wieder hergestanden und auf Befehl gewartet. Wenn einer nicht fertig ist und man keine Zeitverlängerung beantragt hat, dann heisst es ja Warteposition, bis der Kamerad, der noch nicht fertig ist, endlich fertig ist. Meine Kameraden leiden! Ficker-PDs sind jetzt eigentlich, soweit ich weiss, verboten. Eben, Ficker-PD einfach nur noch stressig und nervenaufreibend wegen gar nichts. Ja, was? Was willst du noch von mir? Tschüss!